Hallöchen YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Die Sims 4. Es ist ja etwas ganz Furchtbares im letzten Part passiert. Die Pflicht ruft, die Welt ist ein riesiger Sumpf des Verbrechens. Alleine losschicken, leider, weil wir etwas anderes vorhaben. Digga, du kannst eigentlich nicht aufessen, oder? Geben wir ihm die Zeit. Ja. Deine Klamotten sind überhaupt nicht neu. Ich dachte, du hast neue Klamotten gekriegt. Langweilt mich. Snobby ist auch in der Schule, Grundel, du bist ganz alleine, musst du heute arbeiten. Nein, das ist sehr gut. Ihr wisst, worauf ich gerade hinaus wollte. Der Marvin existiert nicht mehr. Also, ihn gibt es schon. Der Diego hat ihn ja schließlich noch irgendwie, weil er ihn ja so am Anklatschen war. Oder, ja, wie man es auch immer nennt. Tussi klatschen, was er gemacht hat. Wo gehst du hin? Du kannst nicht mit Diego lass den Diego zur Arbeit gehen, bist du wahnsinnig? Diego, bist du schon bei der Arbeit? Du weißt schon, wohin zur Arbeit geht, oder? Diego, bist du wahnsinnig? Oh, ist der geht nicht zur Arbeit. Diego, geh zur Arbeit. Bist du verrückt? Dritter Tag und du gehst schon nicht mehr. Hast schon keinen Bock mehr, ne? Ja, Schulleben ist easier. Okay, ein Glück. So, ja, Marvin ist irgendwie verschwunden, er existiert nicht. Ich meine, wir können es gerne nochmal gucken, nachdem ich das Spiel nochmal gestartet habe. Nee, den Don haben wir, aber den Marvin absolut nicht. Ich fasse es nicht. Das bedeutet, dass die Grundel, wenn sie denn einigermaßen fit ist, Spaß ist gerade wirklich Nebensache, definitiv. Du musst zusehen, dass du den Marvin wieder findest. Jetzt haben wir uns endlich für eine wahre Liebe entschieden. Der dich nicht wie Scheiße behandelt, sagen wir es mal auf gut Deutsch. Wir haben den ja hier in der Bücherei kennengelernt. Vielleicht ist er auch in dem Nachtclub, aber wir haben noch keinen Nacht. Das finde ich irgendwie skurril. Oder wir gehen in die Stadt. Wir waren noch nicht in der Stadt. Das können wir vielleicht auch nochmal machen. Hier ist zwar nicht viel los, aber vielleicht sehen wir ihn ja beim Shoppen. Geh mal hier hin, Grundel. Ja, und ich verstehe nicht, wieso der auf einmal weg ist. Ob das irgendwie am Update lag oder so. Ich habe absolut keine Ahnung. Er rannte ja noch rum. Wir haben ihn ja vor zwei Parts oder so noch gesehen und ich kann es mir nicht erklären. Und das bricht mir das Herz, ebenso wie der Grundel. Es ist so, als ob er nie existiert hätte. Es gab schon genug Theorien in den Kommentaren, die mir alle sehr gut gefallen haben. Waren auf jeden Fall immer gute Theorien dabei. Siegfried Bum Bum! Wer hat dich so angezogen oder arbeitest du hier? Ey, Sigi. Der arbeitet hier oder der klaut Geld. Wie cool! Ich find's gut. Also ich meine, ich find's gut, dass die... Den hab ich ja mal erstellt, dass die den Sims einfach einen Job geben. Ist ja nett. Ja, der Marvin ist aber nicht hier und wir sind ja hier nicht zum Plaudern, sondern wir sind wieder hier, um unsere wahre Liebe zu finden. Du sollst nicht mit der reden. Du sollst eigentlich mit dem Sigi reden. Noch so ein Dickmann. Fetti Bum Bum, das ist der Sohn. Oh, arbeitet ihr alle hier? Wie geil, ihr arbeitet auch. Ihr arbeitet beide hier. Ja, wo ist denn eure Mutter? Die muss doch dann auch hier irgendwo sein. Okay, also das wird jetzt hier kein Shopping-Trip. Boah, hässlich. Quatsch die Grundel nicht an. Die muss ihre wahre Liebe finden. Da ist die Mutter. Wie habe ich sie genannt? Ich erinnere mich nicht mehr. Friselda Bum Bum. So kreativ bin ich bei den Namen. Was hat mich denn da geritten? Okay, er ist nicht hier. Die kommen jetzt... Gut, Geld. Tantiem. Yay! Okay, der Laden wird voll, aber... Die Liebe unseres Lebens ist nicht dabei. Wir reisen mal dorthin. Weil das Geschäft ist zwar nebenüber, aber nebenan. Aber wir müssen trotzdem mit dem Auto dahin fahren. Diesen Weg kann man einer Frau wie Grundel nicht zumuten. Ich habe gerade gelesen, als das Spiel geladen hat, bei diesen Tipps hier, dass es eine Teekanne gibt, die die Emotionen beeinflusst. Also, dann kann man sich ein Teechen trinken. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht, weil man muss ja auch... Süß! Oh nein. Oh, guckt euch die Anime-Augen an. Oh.
So geht's Grunde gerade. Können wir den kaufen? Nee. Kann man nur kritisieren und kann man nur Scheiße finden. Ja, und ich glaube, ich hole mir diese Teekanne, weil wir müssen ja manchmal gewisse Emotionen. Hallo, arbeitet hier jemand? Kann ich hier irgendwas kaufen? Komm, du Snob, kritisier es. Reicht mit dem Angucken. Was ist das für ein Haufen Müll? Hätte ich einen Mann, könnte ich mich zusammen mit ihm darüber aufregen. Ich bin so traurig. Ja, es ist nicht hier Findet Marlin von Findet Nemo, sondern Findet Marvin. Wir sind Dori und wir hätten den kleinen Snobby als Nemo mitnehmen sollen. Findet Marvin. Der neue Film, Blockbuster, im Kino. Geht alle rein. Nicht illegal gucken. Hallo, wer sind Sie? Ich will nur gucken, was noch hier so rumläuft. Willi Schäfer. An Frischfleisch. Ich glaube aber, der Marvin, der hängt irgendwie besoffen in irgendeiner Kneipe ab oder so. Weil der so traurig ist, dass die Grundel nicht da ist. Ja, hier in dem Laden geht ja auch wirklich nichts ab. Ich gucke noch mal im obersten Stockwerk, ob es da. Nö, guckt euch das an. Schön. Hier wohnt der Besitzer. Wow. Arbeit kritisieren, das ist Kunst. Das ist Kunst und kann weg. Hier ist niemand, oder? Gruselig. Nee. Wir wollen jetzt nicht shoppen. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse mit diesem Hin- und Hergespringe. Kann ich in den Urlaub fahren? Ich will in den Urlaub fahren! Du trägst das gleiche wie Elisa. Bitch. Oh, bestimmt existiert der Marvin nicht mehr. Er musste anderen zufälligen Sims weichen. Gut, dann könnte ich mir die Freiheit nehmen und ihn selber erstellen. Mit schöneren Klamotten. Ihr würdet den Unterschied niemals merken. Nee, ich weiß gar nicht genau, wie der aussah. okay. Stille, traurig. Ich brauche eine Straße. Okay. Erstmal Play. Reisen. Wir gehen jetzt in irgendeine Kneipe. Hier ist niemand. Was haben wir noch? Hier, Schlangennest. Der romantischste Ort, den ich kenne, um jemanden kennenzulernen. Oder wieder kennenzulernen. Das gibt's doch gar nicht. Was ist passiert? Haben die sich gestritten? Irgendwas passiert in meiner Abwesenheit, als ich mit dem Diego bei der Arbeit war. Oder hat es die Beziehung. Ich habe meine Kontaktlinse verloren. Wie kannst du hier arbeiten und gleichzeitig in der Stadt arbeiten? Mysterien über Mysterien. Das ist sehr skurril. So langsam fügt sich das Puzzle zusammen. Okay. Es kommen ein paar Leute. Ich dachte schon, Snobby. Bist du Dingens? Dingens! Keine Ahnung. Es kann doch nicht wahr sein. Ich habe ein riesiges Loch in meinem Herzen. Ich kaschiere es durch Lächeln. Ich erkenne dich trotzdem. Könnt ihr ein bisschen Nachsicht haben? Ich habe zwar ein Lächeln, aber das liegt nur an Botox. Es kommt nicht aus meinem Herzen. Ich bin eine verlassene Frau. Sag mal, von Dresscode haben wir aber auch noch nichts gehört, ne? Hier sind so viele Leute und keiner ist Marvin. Du warst doch auch im Knast. Oder sollen wir Diego im Gefängnis besuchen? Also beim Arbeiten. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wahnsinn, ich kenne die alle gar nicht. Marvin. Sonst muss man wieder in die Bücherei fahren. Komm, Grundel, betrink dich. An der Bar arbeiten, ich bitte dich. Setz dich hier hin. Du bist verzweifelt, du musst trinken. Aber nicht mit dem reden, der hat so große Ohren. Ich bin eine traurige Frau. Ich lache, aber es ist nur Fassade.
Entschuldigung, dass ich sie langweile. Bestell was, los. Chips bestellen, weil dir ist jetzt alles egal. Geben Sie mir Chips. Okay. Grundel, wo willst du hin? Du musst noch Alkohol trinken. Du verstehst das hier falsch. Getränk bestellen. Wir sind verzweifelt, wir nehmen... einen Rabatz? Wow, was für ein Kackfilm. Was für Animation. Ein Meisterwerk. Morfetti! Der heißt so, ich kann nichts dafür. Ich bin so einsam. Okay. Es kann doch nicht sein, dass wir den hier nirgendwo treffen. Was ist das? Was ist das? Kann man hier rein? Ach, das Fitnessstudio. Aha. Kein Wunder, wir gehen ja auch nie hin, deswegen erkennen wir das auch nicht. So, so viele Menschen. Leute, haltet die Augen offen. Sonst gehen wir gleich als nächstes in den Park. Ich werde dich finden, Marvin. Ja, Mr. Magic. Mike Magic ist wieder da, auf der Suche nach kleinen, hilflosen Kindern. Okay. Es kann doch nicht sein, dass hier jeder x-beliebige rumläuft. Die Bum-Bums haben wir ewig nicht gesehen. Die rennen jetzt an jeder Straßenecke rum. Aber unser Herz, Marvin, ist und bleibt verloren. Ich weiß nicht, was dieser kleine Junge von mir will, aber er riecht wie ein Müllhaufen. Wissen Sie, ich habe... Okay, es interessiert sie nicht. Ich weiß gar nicht, warum darf eigentlich ein Kind hier in der Bar rumhängen? Trink doch mal einen Wodka. Okay, das haben wir auch verstanden. Die Frau hat sich einfach weggesetzt von uns, Grundel. Einfach alle Leute. Wenn du zurückkommst, werden deine Kinder auch nicht mehr existieren. Es kann doch nicht wahr sein, dass der Marvin... Wir gehen gleich echt in die Bücherei. Wahrscheinlich wartet der da nur auf uns. Ih. Das ist wie Freddie Mercury. Leonisen. Gesundheit. Köstlich. Okay, ich möchte in die verdammte Bibliothek. Ja, kann ich mir vorstellen. Ist doch alles zum Kotzen hier. Geh aufs Klo. Ich sage dir, wann du aufs Klo gehst. Und zwar jetzt. Ich bin frustriert. Ich bin sehr, sehr frustriert. Es kann doch nicht angehen. Und dass man den auch nicht mehr wiederfindet. Alle blöden Blagen. Sehe ich hier. Alle blöden Männer, auf die ich keinen Bock habe. Alle dummen Tussis. Aber kein verdammter Marvin. Gut, nächster Versuch. Grunde, wenn du Pipi machen warst. Nein, nicht hier hingehen. Reisen. Kann nicht sein. Es kann einfach nicht wahr sein. So, wir gehen jetzt in die Bibliothek, da wo wir ihn kennengelernt haben. Hier sind wir falsch. Kein Wunder, der wohnt ja auch gar nicht da. Das macht ja auch Sinn. Geh in die Bibliothek. Wenn er da ist, dann machst du dem erstmal eine Szene. Wo warst du so lange? Wieso hast du nicht angerufen? Wieso hast du meine Nummer gelöscht? Wieso habe ich deine Nummer gelöscht? Alles Fragen über Fragen, auf die wir wahrscheinlich niemals eine Antwort bekommen werden. Aber muss ich den echt heiraten, dass der nicht mehr abhaut, der Typ? Sonst erstellen wir jetzt einfach einen Marvin 2.0. Wenn wir den jetzt nicht finden, hättet ihr was dagegen? Ich meine, er ist ja nur hier, Gigolo. Willst du... Komm, mit dem kannst du dir ein bisschen Späßchen erlauben. Leute, es ist nichts Ernstes. Aber die Grundel ist verletzt. Sie braucht jetzt etwas, um das zu kompensieren. Also das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr was dagegen hättet, wenn wir uns den Marvin dann selber bauen. Keine Ahnung. Und dass er dann als freier Sim da rumläuft. Und wir den dann aber kennenlernen. So wie wir jetzt den Willi kennen. Du Bitch, sieh super toll aus. Der gehört der Grundel. Geh weg. Grundel, los. Du musst jetzt heiß flirten. Kometenhaft. Snobby kann das Wochenende genießen, da er zu den besten Landgrab-Grundschulschülern gehört. Welcher kann er... vielleicht kann er trotzdem ein wenig Zeit opfern, um ein paar so... Oh, dieses Durcheinandergelaber nervt. Tag verschönern. Ideen über Geschichte. Bla, bla, bla. Tag verschönern. Die Grundel braucht mal einen Mann. Er ist wahnsinnig. Super. Hört euch das Lachen an.
Komplimente über Aussehen machen? Romantisch flirten? Die muss den mit nach Hause nehmen. Die Frau ist gebrochen. Sie braucht ja auch mal ein bisschen Spaß. Es gibt Leute, die denen bedeutet Grunde. Es gibt Leute, denen bedeutet Grunde auch eine Menge. Aber ihr werdet ihr doch wohl ein bisschen Spaß gönnen, um das zu kompensieren, was sie gerade durchleben muss. Es ist ja unmöglich. Hi. Ich bin 24 Jahre alt. Wenn ich etwas älter wirke, dann liegt es an der zu vielen Schminke, die ich trage. Ich werde sonst immer für 12 gehalten. Frag mal, ob er Single ist, ist ja auch egal. Du willst ja nur mit dem bisschen rummachen. Guck mal, der hat voll Bock, der Typ. Oh, da geht die Liebe schon los. Nimm den mit nach Hause. Wow, wir kompensieren das. Hände küssen. Der ist doch, guck mal, der ist doch ein Gigolo. Grundel, das ist nichts. Ersten Kuss erleben. Knuddeln, hier wird nicht geknutscht, hier wird nur mit nach Hause genommen. Kann ich ihm das sagen? Ich kann doch bestimmt sagen hier, guck mal, wie easy das geht. Wie mit Marvin, es ist doch egal. Reisen mit. Wir kennen den doch jetzt. Können wir den mitnehmen? Komm, Willi, komm mit. Ja, ich mache aus Grundel ein Luder. Aber das ist einfach nur, sie hat's verdient, sie darf es. Also sie darf luderig sein. Wir finden Marvin absolut nicht. Wenn er jetzt hier irgendwo auftaucht, dann wird das aber unangenehm. Eigentlich kann es nicht unangenehm werden, weil der Typ ja gar nicht existiert. Grundel, du sollst mit ihm reisen. Du sollst ihn mit zu dir nach Hause nehmen. So, komm. Ist kokett. Du wirst Grundel dort treffen. Wieso ich? Hm, komm nach Hause. Die Kinder sind noch in der Schule. Gar nicht. Der Snobby ist da. Verdammt. Weil die Klamotten von dem Marvin, die sahen ja auch schon ein bisschen scheiße aus. Deswegen, also ich hätte nichts dagegen, ihn jetzt zu basteln. Nach dem Vorbild natürlich. Es wird genau der gleiche sein. Los, Techtelmechtel. Ich will, dass ihr es tut. Ich bin so ein Ferkel. Seht ihr irgendwo mehr Auswahl? Shit. Nicht genug. Boah. Komm, erst ein Kurs. Kurs. Yay, boo, Kruf. Sie kompensiert das. Es hat nichts zu bedeuten, Kinder. Ich fühle mich zwar zu einem anderen Mann hingezogen, aber du füllst die Lücke in meinem Herzen. Für kurze Zeit. So, los geht's. Ich will. Ersten Kurs habt ihr doch schon. Da. Die Musik ist ja süß. Oh, Snobby, ja, geh du mal raus. Hier gibt es nichts zu sehen. Wartet. Yeah, Techtelmechtel. Snobby, du musst Hausaufgaben machen. Wo sind deine Hausaufgaben, hm? Hausaufgaben erledigen. Ist der Junge beschäftigt. Hm, komm mit, ich muss dir was zeigen. Da ist eine Glühbirne kaputt in meinem Schlafzimmer. Und ich bin leider nicht groß genug, um sie alleine herauszuschrauben. Vielleicht kannst du mir behilflich sein. Oh, hier steht ja ein Bett. Huch, jetzt sind mir die Klamotten vom Leib gefallen. Ich lege mich hin, ich bin müde. Ich bin so müde. Huch, ich habe meine Kontaktlinse verloren. Ah, Diego kommt. Schnell, er darf es nicht sehen. Er kann das nicht verkraften. Seht da, jetzt ist die Grundel auf jeden Fall wieder ein bisschen glücklich. Und ihr hasst mich alle, weil ich sie zum Luder gemacht habe. Aber wirklich, also das wäre super, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, ob ihr jetzt wollt, dass wir den Marvin suchen oder wir werden einen nach seinem Ebenbild bauen. Und es wird im Prinzip der gleiche sein, nur dann besteht die Gefahr wahrscheinlich nicht mehr, dass der wegläuft. Und wir können ihm schöne Klamotten geben. Hm? Wäre das was? Ih, du trägst ja eine Brille! Mein Gott, also so scheiße sollte das eigentlich nicht klingen, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Brillen sind nicht schlimm. Ich trage ja auch ab und zu eine. Nicht immer, aber ab und zu. Du bist ja voller Hipster, du bist gar kein Zuhälter. Oh, Marvin, wo bist du? Marvin?
Marvin, bist du's? Bestimmt hat der Marvin irgendwie noch so eine Zweitfamilie. Und jetzt ist der bei der anderen. Die Gründe waren nur zum Spaß. Sublay, Sonst geht's aber, ne? Ura, Kilka, Der ist wirklich wahnsinnig, Grundel. Burla, Bura, Einmal Techtelmechtel und dann schmeißt du ihn raus. Bitte geh. Bist du wahnsinnig? Was hat er gemacht? Hat er uns verflucht? Ich rieche ein bisschen, aber... Das ist doch sexy, dieser animalische Geruch. Du bist so eklig, Grundel. Das steht auf eklige Weiber. Auf eklige, stinkende, ungewaschene Weiber. Ja, dann darf er auf jeden Fall gehen. Diego, wie geht's dir? Wie war der Arbeitstag? Hm? Du hast keinen Spaß. Ihr seid aber alle... Wo gehst du hin, Diego? Eine Runde schwimmen ist vollkommen okay. Aber wie immer, mein Hase, schwimm nicht zu weit raus. Oh, Grundel, du altes Stinktier. Ih! Hast du schmutzige Sachen gemacht, Grundel? Man sieht's. Das passiert, wenn ihr schmutzige Sachen macht, Kinder. Dann seht ihr so aus. Also lasst es lieber. Ich sage dir, dass du duschen kannst. Und dann schmeißt du ihn bitte raus. Geh, verschwinde. Du hast nur ein Mittel zum Zweck. Was ist mit dir denn los? Du hast auch nicht mehr alle. Erst Zuhälterklamotte, dann Hipster. Sag mal, was ist das hier für eine Nachbarschaft geworden? Ich bin empört. Der Aufschlag war so hart, dass es den Diego rauskatapultiert hat. Ja, ich find's auch gut. Hässlich. Diego, hast du deine Hausaufgaben fertig? Hast du schon deine Hausaufgaben fertig? Zusatzaufgabe machen, komm. Straber Boy. Straber Boy. Grundel, hast du Hunger? Nö, du bist einfach nur müde. Dann darfst du zur Belohnung noch ein Buch schreiben? Witze schreiben. Krieg ich dafür Geld? Wenn nicht, ist es mir egal. Gucken wir mal, was... Ja, Liebesmail bringt nichts. Als ob. Der Siegfried Bumbum. Fabi Fabulous ist auch noch da. Eigentlich müsste er uns auch noch mal besuchen. Ich will schreiben. Also, sie will schreiben. Ein Genrebuch. Romantik. Ist das nicht wundervoll? Ich guck immer mal, nicht, dass ihr euch wundert. Ich schaue immer mal, ob hier irgendwo noch so ein Marvin rumrennt. Wer bist du? Du bist nicht Marvin. Es ist echt ein Phänomen. Hätte ich das gewusst, dann hätte der Diego den Dreck gefangen nehmen sollen. Ich muss los. Ich hab dich rausgeschmissen. Tu mal nicht so. Ach, und direkt die nächste hier. Airbags für dein Herz. Airbags für deine Titties. Ja, ich habe Titties geschrieben. Das ist ein Buch über Titties. Titties ist ein lustiges Wort. Nein, ich fühle mich schlecht. Weil das Leben so ist, wie es ist. Okay, ich möchte nicht, dass das oben da immer steht. Da denken die Leute, wisst ihr, wenn ich die Tantiemen bekomme, oben rechts. Airbags für deinen Vorbau. So ist doch besser. Bumm. Keine Ahnung, ob ich es alles richtig geschrieben habe. Ich habe es gar nicht gelesen. Ja, Hauptsache Grundel ist wieder glücklich, Leute. Das ist die Hauptsache. Grundels Glück steht im Vordergrund. Dir geht's eigentlich auch noch ganz gut, aber... Der Part ist hier auch schon wieder zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn die Suche ein bisschen aussichtslos war und wir ihn überhaupt nicht gefunden haben und nicht annähernd irgendwelche Hinweise haben. Eigentlich müssen wir den Diego mal auf ihn ansetzen, der kleine Detektiv. Ja. Ich warte jetzt noch, was eure Kommentare so ergeben, was den Marvin angeht, ob wir den Real-Life-Marvin suchen sollen oder ob wir uns jetzt einen bauen sollen. Wie gesagt, die Gefahr ist ja dann, denke ich mal, nicht so groß, dass der wieder verschwindet. Was machst du? Eine Runde schwimmen, mal wieder. Deswegen warte ich das nochmal ab und wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Tschüss.